Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, um meinen Vortrag über How to Efficiently Build Native Cross-Platform Apps That Your Users Love, eine Einführung in Xamarin, zu hören. Vorweg mal ein kurzes Stimmungsbild. Wer hat schon mal mobile Apps gebaut? Wahrscheinlich fast jeder. Okay, sehr cool. Kurz zu mir. Ich bin Tobi. Ich bin ein großer Hackathon-Fan und jetzt Xamarin-Entwickler seit fast anderthalb Jahren. Das ist meine erste GPN und auch das erste Mal, dass ich auf so einem Event wie dem hier bin. Aber ich habe gedacht, ich bin so verrückt und halte jetzt auch gleich noch einen Vortrag über was ich cool finde. Kurze Inhaltsübersicht. Ich möchte kurz darüber reden, was ist überhaupt Native, also was zeichnet eine App aus, die man als Native bezeichnen kann? Welche Ansätze gibt es hier schon in dem Bereich? Und wie sieht dann Xamarin Native aus, also wie funktioniert das? Außerdem will ich dann über die verschiedenen Code-Sharing-Methoden reden, die uns Xamarin bietet und dann eine Einführung in Xamarin Forms, das noch ein bisschen mehr uns erlaubt, schneller Apps zu bauen mit nativem Design. Und zuletzt will ich dann noch ein bisschen darüber reden, wie wir unsere Apps dann testen können mit Xamarin Test Cloud. Zunächst einmal also, was ist eine native App? Zu einer nativen App gehört natürlich einiges, aber es gibt im Wesentlichen drei Merkmale, die so eine App auszeichnen. Und das ist zum einen eine native Benutzeroberfläche, das heißt, wir verwenden native UI-Elemente, die uns das System zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel der hier dargestellte Toggle-Switch von iOS oder eine Action-Bar auf Android. Als weiterer Punkt dann nativer API-Zugriff, das heißt, wir haben Zugriff auf Sachen wie den Bluetooth-Sensor, auf AirPlay zum Beispiel, also auf all diese Funktionalitäten, ohne dass wir uns irgendwie auf Plugins oder so, die wir in unserem Framework brauchen, verlassen müssen, sondern wir haben die wirklich wir haben direkt darauf Zugriff, sobald sie auch vom Hersteller released werden. Und zu guter Letzt dann noch native Performance, das heißt, wir können das Maximale der Performance unserer App rausholen und müssen nicht aufgrund von irgendwelchen Flaschenhälsen Performance-Rückschläge wahrnehmen. Native Apps sind sehr relevant. Als Beispiel habe ich hier zum Beispiel die Spotify-App jetzt mal mitgebracht. Die hatte bis vor kurzem noch ein Hamburger-Menü auf iOS, also an der Seite so eine Liste mit verschiedenen Menüpunkten. Wir können jetzt sehen, dass sie vor knapp zwei Wochen ihre App geupdatet haben und wir jetzt unten so ein Tab-Bar-Menü haben, was der nativen User-Interface auf iOS entspricht und eben das, was die Nutzer erwarten, wenn sie native Apps verwenden. Native Apps sind also vor allem auch im Consumer-Bereich wichtig. Deswegen sieht man das auch bei so Apps wie Spotify. Im Enterprise-Bereich ist es nicht immer ganz so wichtig. Da steht oft die Funktionalität im Vordergrund und die Form ist eher unwichtig. Wenn man jetzt überlegt, okay, was für Ansätze gibt es hier eigentlich, um Cross-Platform-native Apps zu haben? Der ganz offensichtliche wäre, ich baue mir drei Apps. Auf iOS mit Objective-C und Swift und als Entwicklungsumgebung Xcode, auf Android dann mit Java, Android Studio und auf Windows mit C-Sharp und Visual Studio. Man sieht hier relativ schnell, dass das irgendwie uneffizient ist. Ich habe hier keinen geteilten Code, ich habe unterschiedliche Entwicklungsumgebungen und ich brauche mehrere Entwicklerteams, die alle unterschiedliche Skills haben können. Und vor allen Dingen für Leute, die vielleicht irgendwie sehr kleine Entwicklerteams haben oder alleine Apps entwickeln wollen, ist es ineffizient. Außerdem gibt es dann noch der Vorteil ist natürlich, dass man am Ende echte native Apps hat. Dann gibt es diesen Write Once, Run Anywhere Ansatz. Hier baut man praktisch eine App mit JavaScript, HTML, CSS, packt die dann in irgendeinen Container und kann die dann auch auf seine Geräte deployen. Hier hat man aber dann natürlich nur begrenzten API-Zugriff, weil man sich irgendwie auf andere verlassen müssen, die das einem bereitstellen und manchmal auch Performance-Rückschläge sowie eine schlechte User Experience, weil man einfach UI-Elemente selber definiert, anstatt die zu verwenden, die einem das System gibt und mit dem die Nutzer vertraut sind. Vorteil bei dem Ansatz gerade eben ist natürlich, dass man den Code auf den verschiedenen Plattformen nur einmal, also für alle Plattformen nur einmal schreiben muss. Beide Ansätze haben ihre Vorteile, aber am besten wäre es eigentlich, wenn wir diese Vorteile kombinieren könnten. Und hier kommt jetzt der Xamarin-Ansatz ins Spiel. Was der uns erlaubt, ist, dass wir eine geteilte C-Sharp-Codebase haben, indem wir unsere ganze Hintergrundlogik kapseln. Das heißt, so Sachen wie Serverkommunikation oder Modelarbeit, das packen wir alles da rein. Und dann packen wir die View oben drauf in Form von iOS, Android und Windows Phone C-Sharp-Code für die UI. Xamarin erlaubt es uns dann, 100% nativen API-Zugriff zu haben. Im Detail sieht es dann so aus, dass wir sowohl Zugriff auf das gesamte .NET-Framework haben, wie hier dargestellt, und obendrauf natürlich auf Windows Phone oder UWP die gesamte APIs, die uns dort auch normal zur Verfügung stehen.
Auf iOS ist das auch der Fall. Auch hier haben wir Zugriff auf das gesamte .NET Framework und zusätzlich noch die nativen APIs wie UIKit, MapKit und viele weitere. Also alle, die wir als iOS-Entwickler schon kennen, sind auch hier verfügbar. Und genauso ist es auch bei Android. Auch hier das .NET Framework verfügbar und zusätzlich noch die bekannten UI-Elemente wie ActionBar und Co. Außerdem Text-to-Speech, RenderScript und viele mehr. Also auch eben die Sachen, die wir schon kennen. Zusätzlich jetzt noch zur nativen Leistung. Die habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Und zwar sehen wir, dass Xamarin iOS Ahead-of-Time-Compilation macht und baut daraus dann ARM-Binary. Also auf iOS müssen wir Ahead-of-Time-Compilation machen, aber wir verwenden genau das, was auch iOS uns vorgibt, um so die maximale Leistung zu erzielen. Und mit Xamarin Android genau das Gleiche. Hier verwenden wir den Just-in-Time-Compiler, um dann eben um die Android-App zu kompilieren und auch dort die maximale Leistung dann zu holen. Bindings werden natürlich dann gestrippt, Klassen, die wir nicht verwenden und so aus dem .NET-Framework werden alle rausgenommen. Wie entwickeln wir das Ganze dann? Also vielleicht Leute, die aus dem .NET-Bereich kommen, kennen Visual Studio ziemlich sicher und das können wir auch verwenden, um für Xamarin zu entwickeln. Außerdem gibt es dann noch Xamarin Studio, sowohl auf Mac als auch auf Windows. Und auch hier können wir dann Xamarin-Apps entwickeln. Bei Visual Studio ist natürlich der Vorteil, dass wir hier die ganzen Plugins, die wir schon kennen, weiterverwenden können und uns damit manchmal vielleicht auch Arbeit erleichtern können. Außerdem gibt es für Xamarin dann Emulatoren, sowohl für Android auch als auch auf iOS, auf Windows und auf Mac OS X. Der iOS-Emulator für Windows von Xamarin wurde jetzt erst kürzlich vorgestellt und man kann dort seine Apps auch ausführen auf einem Windows-Rechner. Einzige Bedingung ist, wir brauchen so einen Remote-Build-Host und mit denen müssen wir dann unsere Dateien an Mac schicken, dort wird es gebaut, kommt zurück in unseren Windows-PC und da können wir das dann ausführen. Soweit so gut. Wir haben also einen groben Überblick, wie der Ansatz funktioniert. Jetzt ist es natürlich auch noch unser Motto, dass wir alles teilen wollen auf den Plattformen. Wie machen wir das in einer sauberen Art und Weise? Wir verwenden dafür eine Portable Class Library. Bei der Portable Class Library wählen wir unsere Zielplattform aus und wir kriegen dann am Ende eine Schnittmenge von APIs, die uns zur Verfügung stehen. Man sieht jetzt hier exemplarisch ausgewählt Xamarin iOS, Xamarin Android und auch die Windows Store Applications. Und wir können dann unsere ganze Hintergrundlogik darin kapseln und am Ende das dann kompilieren und dann die DLL dazu verwenden, um sie in unserer App als Library zum Beispiel zu verwenden. Außerdem haben wir in Xamarin vollen Zugriff auf NuGet. Das heißt, die ganzen APIs, die andere schon für uns entwickelt haben und dort im NuGet Package Manager zur Verfügung stehen, die können wir auch einfach verwenden und auf allen Plattformen nutzen. So Sachen wie Libphone Library von Google oder so, um Telefonnummern zu verifizieren. Ich habe jetzt viel über Code-Sharing geredet. Wie sieht es aber in der Realität aus? Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von iCircuit. Das ist eine App, mit der kann man elektronische Schaltung planen und simulieren. Und man sieht jetzt hier, dass bis zu 90% des Anteils am Code geteilter Code sind. Und wir sehen auch, dass mindestens 70% des Codes geteilter Code sein können. Es ist also ein erheblicher Anteil an Arbeit, der uns hier erspart bleiben kann. Und eine effizientere Weise, so eine App zu programmieren. Dann habe ich noch ein UI-Beispiel mitgebracht. Hier sieht man jetzt auf der linken Seite die Android-App von so einer Notfall-App und hier ist ein Floating-Button und auf der rechten Seite ist jetzt von iOS und da ist eher so ein Flat-Design. Also man sieht hier, dass die UI nativ ist, aber wenn man jetzt genauer hinschauen würde, würde man herausfinden, dass die Hintergrundlogik von diesen beiden Apps oder von dieser einen App auf beiden Plattformen geteilt ist und nur der UI-Aufwand einmal gemacht wurde pro Plattform. Das ist schön und gut, aber irgendwie sind wir noch fauler. Und deswegen brauchen wir Xamarin Forms. Und was uns Xamarin Forms erlaubt, ist, dass wir native Apps für iOS, Android und UWP mit einer einzigen geteilten C-Sharp Codebase bauen können. Zum Vergleich nochmal der traditionelle Ansatz, geteilte Codebase, drei UIs, die ich selber schreiben muss. Und jetzt der Xamarin Forms Ansatz. Hier habe ich eine geteilte C-Sharp Codebase, in dem meine Hintergrundlogik ist und dann nochmal einen geteilten UI-Code für alle Plattformen. Was kann ich mit diesem UI-Code alles machen? Im Prinzip sind hier verschiedene Funktionalitäten gegeben, die ich jetzt alle vorstellen will. Und zwar haben wir über 40 verschiedene Pages, Layouts und Controls, die mir Xamarin zur Verfügung stellt.
Außerdem verschiedene Navigations, also ja, verschiedene Navigationsabläufe innerhalb meiner App. Dann eine Animations-API, die ist natürlich sehr grundlegend. Das heißt, ich kann Sachen bewegen, ich kann Sachen größer und kleiner machen, aber nicht jetzt irgendwie ganz verrückte Sachen. Dann habe ich einen Dependency-Service. Was das mir erlaubt, ist, dass ich Interfaces definieren kann und dann pro Plattform die jeweils implementiere. Und der Xamarin-Compiler weiß dann, okay, ich muss jetzt die entsprechende Implementierung nehmen für die konkrete Plattform. Außerdem habe ich sowas, das heißt Data Pages. Das wurde jetzt gerade auf Xamarin Evolve vorgestellt vor kurzem. Und das erlaubt einem praktisch mit 10 Zeilen Code eine direkte Anbindung an seine Datenbank zu machen und daraus dann so tabellarische Datendarstellungen zu generieren. Also es nimmt einem Arbeit ab, wenn man so Tabellen ganz einfache machen will. Und außerdem gibt es noch Themes. Mit diesen Themes kann ich meine App dann einfärben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein dunkleres Layout haben will, dann binde ich das einfach ein und meine App hat dann eine andere Farbe insgesamt. Wie funktioniert es mit der nativen UI aus geteiltem Code? Wer von Windows Phone kommt, kennt es, dass man XAML verwendet oder C#, um die UI zu definieren. Und genauso ist es auch bei Xamarin Forms. Also ich habe hier auf der rechten Seite mal so ein Code-Snippet rausgeholt. Man sieht da, das ist so verschachtelt und relativ logisch aufgebaut und man kann da dann den UI-Code definieren. Und Xamarin Forms kümmert sich dann darum, das in eine native UI zu übersetzen. Hier habe ich jetzt auch nochmal die verschiedenen Pages und Layouts aufgelistet. Also es gibt sowohl Content, Master Detail, Navigation, Tabbed und Carousel View. Ich habe auch eine App dabei, eine Demo-App dabei, auf der ich das gleich nochmal zeigen werde. Und es gibt verschiedene Layouts, also Stack Layouts, absolutes Layouts, die Sachen, die man eben kennt von den verschiedenen Plattformen, aber die man normalerweise, wenn man Apps schreibt, dreimal einzeln implementieren muss und nicht wie bei Xamarin Forms jetzt einmal verwenden muss und dann auf alle einfach deployen kann, auf alle Plattformen. Außerdem gibt es dann hier etliche Controls, die ich aufgelistet habe. Von Labels bis hin zu Tabellen. Das Label von Xamarin Forms wird dann halt entsprechend auf iOS auf ein UI-Textfield übersetzt oder auf die entsprechenden Label-Klassen eben der einzelnen Plattformen. Ja, jetzt eine kurze Demo von der App, von der ich gerade eben geredet habe. Und zwar... Genau, die App heißt Forms Gallery, die kann auch jeder, der Interesse daran hat, auf der Xamarin-Website runterladen und auf sein Gerät deployen. Die App, die ich jetzt hier habe, ist eine Xamarin-Forms-App. Das heißt, wir haben die einmal geschrieben und ich könnte die jetzt genauso auf Android deployen und die würde dann nativ aussehen, aber genau die gleichen Funktionalitäten haben. Also erstmal so was Grundlegendes, hier sieht man so ein Label, das einfach nur Text darstellt, ist jetzt nicht so ein Hexenwerk. Wir sehen dann aber auch so Sachen wie Maps, was ganz cool ist. Ich binde einfach einen Map-View ein und der wird dann entsprechend auf Google zu einem passenden Map-View am Ende gerendert und auf iOS genauso die native Maps, die mir hier angezeigt werden. Dann gibt es eben auch so verschiedene Controls wie Stepper und so weiter und auch hier noch die verschiedene Zellen für Tabellen und Co. Und außerdem hier noch die verschiedenen Layouts. Mein Lieblingslayout ist das Absolute-Layout, weil hier noch so eine coole Animation dabei ist. Da sieht man eben auch, dass eine Animations-API in Xamarin mit enthalten ist und man da auch so kleine so Sachen animieren kann. So viel also zu der UI. Wir sehen jetzt aber, wenn wir darüber nachdenken, was so eine App eigentlich alles hat, die auf einem Gerät läuft, dass da noch viel mehr dazu gehört. Da gehört Zugriff auf die GPS-Sensoren dazu, da gehört Zugriff auf irgendwelche Einstellungen oder auf Text-to-Speech-Funktionen dazu. Und auch die müssen wir irgendwie durch eine Schnittstelle ansprechen können. Und ich habe gerade eben schon von den Dependency-Services geredet, mit denen wir das praktisch selber implementieren können. Es gibt dann aber auch andere Implementierungen, die uns Xamarin schon bereitstellt. Und ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Xamarin Geolocator. Was der uns erlaubt, ist, dass er einfach eine einheitliche Schnittstelle zum Zugriff auf den CLL Location Manager von iOS, Location Manager von Android und den Geolocator von Windows Phone bietet. Und wir können den dann einfach verwenden, um über eine einheitliche Schnittstelle unseren Hintergrundcode zum Beispiel zu schreiben. Die Frage ist jetzt natürlich, wer macht sowas? Das machen Drittentwickler in Form von Components. Und es gibt dann Component Store in Xamarin Studio, in den kann man gehen. Und es gibt davon Schnittstellen zu Amazon Web Services bis hin zu
irgendwelchen UI-Libraries, wie zum Beispiel Zsing, mit dem man dann mit einer Zeile praktisch QR-Code-Scanner in seiner App haben kann. Das ist dann ein asynchroner Aufruf, ich erwarte den, kriege eine Antwort zurück, aber wirklich mit wenig Code cross-Plattform diese Komponenten verwenden kann, ohne selber viel Aufwand zu haben. Ein Teil dieser Components oder der Großteil dieser Components ist kostenlos. Es ist aber so, dass es auch kostenpflichtige Components gibt, aber das, manche Leute wollen immer Geld verdienen. Dann, was ist der richtige Xamarin-Ansatz für deine App? Es ist so, wenn die App wirklich nur einfach ist und keine highly sophisticated UI haben soll, nicht irgendwie mega ausgereift und so, dann ist Xamarin Forms genau das Richtige. Damit können wir einfache UIs bauen, die Daten irgendwie darstellen sollen. Aber es ist nicht geeignet, wenn man jetzt irgendwie so eine, eben diese Consumer-Apps, von denen ich geredet habe, bauen will. Ein gutes Beispiel aber für eine richtig tolle Xamarin-App, die mit Forms gemacht wurde, ist die Xamarin Evolve-App von der Konferenz dieses Jahr. Und wenn man die Möglichkeit hat, die vielleicht auf zwei verschiedenen Geräten runterzuladen, dann kann man das einfach mal machen und sich anschauen, was Xamarin da eigentlich für eine Magie macht und wie das am Ende dann aussieht. Der Xamarin iOS und Xamarin Android Ansatz hingegen ist wirklich für Apps, die 100% slicke UI haben soll, wo das Design im Vordergrund steht und wo ich auch viele native API-Zugriffe habe. Für die Leute ist der Xamarin iOS und Xamarin Android Ansatz gut geeignet. Wir haben jetzt also eine Idee davon bekommen, wie wir eine App mit Xamarin bauen können. Ich habe das extra ein bisschen High-Level gehalten, weil ich dachte, so als Einführung sollte das langen. Es geht jetzt aber dann nach dem Bauen auch irgendwann ans Testen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere App auf allen Geräten gut funktioniert. Und das Problem, das sich uns hier offenbart, ist, dass wir viele, viele, viele verschiedene Geräte haben. Also wir haben sowohl auf iOS, aber besonders auf Android eine große Fragmentierung von Displaygrößen, von verschiedenen OS-Versionen und so weiter. Und jetzt kommt Xamarin Test Cloud ins Spiel. Was wir mit Xamarin Test Cloud machen können ist, wir schreiben auf unserem Rechner UI-Tests und die können wir dann in Xamarin Test Cloud hochladen. Und Xamarin hat bei sich dann physikalisch Geräte liegen, auf die unsere App deployed wird. Also sie garantieren auch, dass die platt gemacht sind. Wir müssen uns keine Sorgen machen, dass da irgendwelche anderen Apps auch noch rumschummeln und unser Zeug irgendwie mitlesen. Nein, also aber wir erhalten dann automatisiert Berichte, können sogar Aufnahmen darüber machen. Und was jetzt ganz neu ist, wir können sogar den Debugger attachen mit Visual Studio und dann über die Cloud auf jedem beliebigen Smartphone debuggen. Und das finde ich ziemlich cool. Wenn es jetzt darum geht, UI-Tests zu schreiben, dann sagt jeder, oh nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dann sagt Xamarin, okay, wir haben den Xamarin Test Recorder. Was der Xamarin Test Recorder macht, ist, wir drücken einfach auf Record und dann gehen wir die UI durch, machen unsere paar Schritte und am Ende haben wir dann einen Testfall, den wir einfach in Xamarin Test Cloud hochladen können. Und dort wird er dann automatisiert ausgeführt auf den verschiedenen Geräten und wir erhalten auch da wieder Berichte dann. Das Beste zum Schluss, Xamarin ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust habt, das zu verwenden, könnt ihr das jetzt tun. Das ist erst seit kurzem so. Davor war es nur für Studenten kostenlos, jetzt ist es für jeden kostenlos. Ich bin schon jetzt 1,5 Jahre ziemlich begeistert von Xamarin. Und ich fände es cool, wenn ich ein paar von euch auch begeistert habe. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann stehe ich dazu gerne zur Verfügung oder ihr könnt danach auch noch zu mir kommen. Ja? Wie sieht es dann aus, wenn ich das Cross-Plattform jetzt nicht nur auf mobile Devices verstehe, sondern auch ich will den gleichen Code für meine Website haben und für Desktop-Applikationen, Mac, Linux, Windows? Ja, also Xamarin ist ein Ansatz, es gibt Leute, die sagen, okay, Xamarin ist Multiplattform, nicht Cross-Plattform, also es ist für Mobile gedacht. Was wir natürlich haben, ist, dass es für Web ASP.NET gibt, wo wir da C-Sharp-Code verwenden können im Hintergrund. Aber also für die, es ist in erster Linie für Mobile gedacht. Ja? Auch gerade dazu, Microsoft hat jetzt den Ansatz, dass man nicht für Windows Phone entwickelt, sondern man entwickelt für Windows. Und je nachdem, ob man das auf einem 5 Zoll Telefon oder 10 Zoll Tablet oder auf dem ganzen Desktop hat, sieht das dann entsprechend anders aus. Kann man das dann auch miteinander verdrahten? Genau, also das Ding ist, Xamarin selber kümmert sich eigentlich nur um iOS und Android. Und was sie einem dann sagen ist, okay, das ist eh schon alles in C-Sharp, was du jetzt
machst auf iOS und Android und im Endeffekt haben sie gewisse Design-Patterns, die sie empfehlen und genau die kann man auch auf Windows verwenden. Also es ist nicht unüblich oder es ist komplett normal, dass man dann so eine Universal Windows Platform App hat, wo man im Hintergrund eben die Logik verwendet, die man auch auf seinem iOS und Android-System verwendet. Also man kann dann durchaus Desktop-Apps machen, aber eben nur für Windows und dann diese UWP-Apps. Ja? Ja, also es gibt ganz kleine Restriktionen, das ist auf iOS, weil da können wir keine Kompilierung zur Laufzeit machen auf dem Gerät, weil es Apple einfach verbietet, aber dort ist auf den Geräten, also was Xamarin macht, es packt eine Mono-Runtime mit auf das Gerät drauf und in der wird der ganze C-Sharp-Code dann mit ausgeführt und deshalb können wir wirklich 100% vollwertige native Apps bauen. Also wir haben Zugriff auf wirklich jede einzelne API und was man vielleicht auch noch betonen muss ist, dass Xamarin mit iOS zum Beispiel nach der WWDC, sobald die SDKs verfügbar sind, haben sie Day One Support. Also keiner weiß genau, wie es funktioniert, aber sie machen es. Also das ist ein automatisierter Prozess natürlich, aber man hat Zugriff auf alle nativen APIs, die einem zur Verfügung stehen. Ja? Du sagtest gerade, Sarah Mima tut die Mono-Runtime mit in die App packen. Ich habe es eigentlich damals so verstanden, der Mono-Compiler, der Sarah Mima auch macht, tut das in die native Sprache übersetzen. Also bei iOS ist dieser Objective-C, beziehungsweise bei Java, Android Java und dann wird der kompiliert ins dementsprechende Paket. Das heißt, die Mono-Runtime wird da nicht reingebracht. Da müsste ich jetzt nochmal nachschauen, da können wir danach auch nochmal drüber reden. Ja, ich habe mal so verstanden. Okay, ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Dankeschön. Bitte? Aber auch kannst du dir nachdenken, wenn die da mit drin ist, wie groß werden denn die Apps? Also habe ich da jetzt für jede App, die schreibt nur 100 Megabyte? Nee, also der Overhead ist ziemlich klein. Eine Android-App, die man baut, die hat vielleicht 2-3 Megabyte mehr, aber ist vertretbar. Also ich würde nicht sagen, dass es so schlimm ist. Man hat immer Nutzen, Aufwand. Wie belangt haben wir das hier spürbar? Es gibt da einen guten Artikel zu auf medium.com, aber sie wird nicht spürbar langsamer. Es sind ganz kleine Nuancen. Nicht oder initial einmal? Nee, also. Ich spüre es, vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, aber ich spüre es nicht, wenn ich die Apps entwickle und aufmache. Also später, ich habe auch ein paar Xamarin-Apps auf dem Handy, können wir einfach mal anschauen. Okay, cool. Wenn es noch Fragen gibt, freue ich mich, wenn ihr nach vorne kommt und die mir stellt. Ansonsten vielen Dank. Bis dann.